So, leider musste ich das Spiel dafür einmal neu starten. Ja, ihr seht, das sieht jetzt hier ein bisschen verzerrt aus alles, aber ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert und wir... Ja, so können wir natürlich dann auch die Bodenplatte richtig anklicken, Mann. Was für ein blöder Bug. Ja, und es funktioniert auch, wie erwartet, der Stab muss da rein. Ja, das habe ich mir schon von Anfang an gedacht, aber ja, ist ja auch jetzt egal. Hauptsache, das Ding ist da drin und wir kommen hier weiter. Klack. So. Die Steinplatte ist eingerastet, aber nichts weiter passiert. Gut. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück in die alte Auflösung. So, und da sind wir auch schon wieder in der guten alten Auflösung. Ja, jetzt haben wir hier unten alle Stäbe soweit drin. Und jetzt, ja, gehen wir mal nach oben und gucken mal, ob wir jetzt dann dort irgendetwas anstellen können. Denn ja, da ist immer noch ein Seil, was wir wohl durchtrennen sollen. Zumindest, ja, gibt er uns die Info, ja, da hängt irgendwas dran. Und ja, dafür haben wir ja auch noch dieses Messer hier. Aber, ja, das will leider immer noch nicht funktionieren. Hm. Vielleicht nochmal die Beschreibung lesen, vielleicht geht das ja jetzt, weil vorhin ging es ja nicht. Hebel, Balken, Knopf. Ah, sehr gut. Mit den kleinen Hebeln kann ich wohl einstellen, ob ich das Symbol links oder rechts einstellen möchte. Die Balken sind frei beweglich. Und mit dem großen Knopf scheine ich die Lösung eingeben zu können. Oh mein Gott. Ja. Gut. Die Frage ist jetzt nur, wie wir das anstellen sollen. Tagebuch öffnen, so. Ein Handbuch. Im Raum mit dem Fallen ist eine Kombination aus Symbolen auf Balken, Knöpfen und Hebeln in die Wand eingelassen. Ich bin mir sicher, dass ich damit erfahre, wohin die Seile führen. Soll ich alle ausprobieren oder reicht mir vielleicht nur eins? Ja. Im Endeffekt könnte es ja bloß dieses Seil sein, aber ja, durchtrennen kann ich es noch nicht, also muss ich jetzt hier wohl erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Gut, wir drücken mal drauf, es passiert nichts. Achso, ich muss jetzt hier ran. Ah doch, ich muss... Oh Gott. Ja, und was... Was soll er dann am Ende hierbei rauskommen? Vielleicht einfach mal... die Symbole einstellen. Aber die Frage ist, wo ist das Symbol eingestellt? Hier so oder auf der anderen Seite? Symbol, Symbol, Symbol. Symbol. Ah, hier, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir können uns das ja mal aufschreiben. Die Symbole. Auf dem Zettel ist ein Hall. Genau. Ich schätze, dass auf der dritten Platte außerdem ist links. Ja, aber ich kann natürlich nicht. Auf dem Zettel ist. Ich schätze, auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Ah, das war nur der Zettel dafür, das andere Rätsel. Das bringt uns wahrscheinlich jetzt hier nicht so viel weiter. So, das sind ja auch alles Runen und keine... Oh Mann. Aber wir haben doch überall die Symbole an der Wand. Vielleicht können wir uns die mal genauer angucken. Vielleicht ist das hier ja auch die richtige Kombination, in die wir jetzt hier irgendwie einstellen müssen, um hier irgendetwas zu erreichen. Hier sind die gleichen Symbole wie an der großen Tafel neben der Treppe. Ich bin ganz sicher, dass sie miteinander zusammenhängen. Hier sind die... Ich bin ganz sicher, dass... Ja, okay, aber die Frage ist jetzt, ich kann mir das jetzt einfach mal so abmalen, wie das hier so aussieht. Also, du hängst da so runter, dann haben wir, so, dieses, Symbol. So, dann das Symbol, dann, das sieht aus wie eine 8 und das sieht aus wie ein P, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ansonsten habe ich hier auch keine Symbole, die man so hier benutzen sind die kann. Ich bin ganz sicher, dass sie... Gut, dann gehen wir zurück zur Beschreibung und stellen jetzt mal die Symbole dort ein. Die Frage ist natürlich nur, in welcher Reihenfolge, links oder rechts? Wir gucken einfach mal. Also, ganz oben wäre dann wahrscheinlich... Ja, das ist schon gar nicht mal so falsch, möchte ich mal meinen. So, danach haben wir dieses komische, schwierige Symbol... Frage ist nur, welches ist es? Das ist ja diese komische rote 8 hier, die wir hier hatten. Und ganz oben das, was aussieht wie ein P. Das dürfte dann wohl dieses sein. So, dann haben wir da hier oben das. Das war richtig. Das war, glaube ich, auch... Kann das sein, dass das beides dieselben Symbole waren? Das ist ja das, was aussieht wie ein Vogel in Gelb. Und das ist ja, was da so runterhängt. Das ist ja alles nicht ganz so leicht hier. Das ist schon mal richtig hier.
Muss ich das jetzt hier lang einstellen? Ich weiß es nicht. In welche? Oder muss es so eingestellt sein, dass bei beidem das gleiche rauskommt? Geht das überhaupt? Gibt es diese Möglichkeit? Nein. Die gibt es nicht. Und das wäre dann wahrscheinlich wirklich so hier irgendwie. So, und das sieht ja aus wie ein Vogel hier, das Symbol. Aber welches Symbol sieht jetzt hier aus wie ein Vogel? Das ist ja da draußen irgendwie ganz anders. Vielleicht dieses? Nee, den Vogel hätten wir höchstens hier. Und das ist... So, auf der Seite hätten wir... Hier hätten wir einen Vogel. Das wäre dann... Vielleicht muss ich das so klacken, dass es exakt so aussieht. Das heißt, so... So, so, die 8 und hier unten das P. Ja, aber das scheint nicht die richtige Lösung gewesen zu sein. Ja, das ist richtig. Nee, das ist ja auch, nee, das ist eigentlich auch richtig. Dann, aber hier ist gar kein Symbol. Doch, hier ist ein Symbol eingestellt. Ich gucke nochmal nach draußen. Und zwar das erste, das hängt hier nur einfach so runter. Ja, das könnte dann wohl dieses hier sein. Das hängt ja auch einfach runter. Das ist richtig. So, und hier hatten wir ja... das, was so aussieht wie ein Vogel, das haben wir gelb auf dieser Seite. Und hier hatten wir die 8 herausgefunden gehabt. Das, was so aussieht wie eine 8. Obwohl, vielleicht... Nee, das kann es dasselbe sein. Ich könnte mal ausprobieren. Vielleicht muss das hier so rein. Das muss da lang. Und hier hatten wir das gelbe Symbol, das aussieht wie ein P. Das war, glaube ich, aber gelb, oder? War das gelb? Ich muss nochmal schauen. So. Ja, da passiert auf jeden Fall schon mal nichts. Ja, das war orange. Oder vielleicht muss ich das gar nicht hier an dieser... Das sind ja auch teilweise unterschiedliche Symbolreihen, die wir hier haben. Wir haben nur hier halt einmal die Symbole. Und er meint, sie hängen ja damit irgendwie zusammen. Boah, ist das alles verwirrend. Hier sind die gleichen Symbole wie an der großen Tafel neben der Treppe. Ich bin ganz sicher, dass sie miteinander zusammenhängen. Ja... Da bist du ganz sicher. Ich hoffe mal, dass du recht hast, aber irgendwie kommen wir hier so nicht weiter. Also nochmal. Schade, dass es dann hier keine Lösungshilfe gibt, fällt mir mal so gerade ein. So, das... Okay, jetzt bietet er uns die Lösungshilfe an. Und ich denke mal, bevor ich mich jetzt hier noch länger dran auslasse, mache ich das einfach mal. So. Okay. Ich denke, ich weiß jetzt, welches Seil ich durchschneiden muss, um die richtige Falle auszulösen. Der Steinblock sollte dann die Platte belasten. Hoffentlich irre ich mich nicht. Ja, und welches Seil ist es? Das erfahren wir dann mit dem Messer. Ist es vielleicht dann doch dieses hier? Also wir gehen da einfach nochmal ran. Weil da hat er, wie gesagt, schon von Anfang an gesagt, dass es wohl irgendwas oben hält. Also kann es ja eigentlich bloß dieses Seil sein. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht... Allerdings sieht es so aus, als ob es gerade... Ja, aber hier kann man nichts schneiden. Dieses Seil vielleicht... Ein Seil, das wohl mit der Mechanik... Aber auch hier gibt es nichts zu schneiden. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik... Das müsste das richtige Seil für das Steingewicht sein. Sehr gut. Hier haben wir es. Gut, dann auf geht's. Jetzt schnell. Hoffentlich ist es das richtige Seil. Ratsch, 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 ratsch. So. Mechanik rollt. Darren flitzt nach unten. Was sollte das? So. Das war... Nochmal so ein Schnitzer. Und unsere Mutter liegt neben dem Steinblock, ist das klar? Ja, schon gut. Kommt nicht wieder vor. Davon gehe ich aus. Boah, ist die gewissenlos. Okay, damit sind 4 Steinplatten deaktiviert. Und auf einer steht Catherine. Das ist meine Chance. Ich muss Angelina überreden, dass sie und Louis sich auf die falschen Platten stellen. Hoffentlich geht mein Plan auf.
Ah, das ist natürlich eine wunderbare Idee. Ja, dann Angelina, reden wir mal mit den beiden. Was ist? Jetzt gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr. Wir müssen uns auf die verbleibenden Steinplatten stellen, wenn sich das Gitter öffnen soll. In Ordnung. Irgendwelche Tricks. Und? Schon klar. Ich glaube, ich habe alle Fallen entschärft. So. Mom, du bleibst da stehen. Louis steht da drüben. Ich glaube, wir sollten die Plätze lieber tauschen. Du hast doch nichts dagegen. Mach, was du willst. So. Tschüss, Louis. Haha, den hat's erwischt. Schlau gemacht. Gut, wenn Angina ist jetzt zwar nicht minder gefährlich, aber Herr Louis ist schon mal aus dem Weg. Du bist die Nächste. Das Gewicht liegt auf der Platte. Worauf wartest du? Macht es dir nichts aus, dass Louis gestorben ist? Er hätte diese Ruinen sowieso nicht lebend verlassen. Na, ist ja auch nicht schlecht. So, die rastet ein. Und die letzte Platte. So, die Türen schließen sich. Und das Gitter öffnet sich. Wow. Wohin auch immer es jetzt führt. Mach weiter. Ja, wir müssen da wohl jetzt durch. Oh Mann. Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis sein. Dort ist mein Vater endgültig verrückt geworden. Boah, die Musik wird immer das dramatischer. Das Tor zu Mordreds Gefängnis sein. Achso, eine Halterung. Hier muss dann wohl irgendwas rein. Eine Art Halterung. Aber was kommt dort rein? Aua. Ist das nicht die schwarze Kugel? Gestohlen aus dem Museum? Und jetzt? Oh mein Gott! Das gibt's doch nicht. Ein Dämonentor! Los, geh vor! Oh Mann. Ja. Dann ab in die Welt des Bösen. Oh ja, diesen Ort kennen wir nur zu gut. Der Ort hinter dem Spiegel. Oh. Du bist also gekommen. Ja, Meister. Was? War das Mordred? Oh, verdammt! Oh Gott. Fuck! Jetzt raus hier! Echt mal. Okay, jetzt ganz, ganz schnell. Vielleicht irgendwie noch... Na, egal. Der Leichnam ist jetzt... Da war was! Wer wartet da hinten auf uns? Der Orden? Oh Gott, auch mit Knarren in der Hand. Der Orden. Das muss der Orden sein. Haltet ihn auf! Er darf ihn nicht beschwören! Ganz ruhig, Leute, ich... Verflucht! Ah, shit! Ich bin auf eurer Seite, ich... Verdammte Idioten! Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Oh Mann, ey, jetzt wird's hier richtig spannend. Jetzt müssen wir fliehen. Und zwar, ja... Angelina ist nicht hier und sie ist auch nicht an mir vorbeigekommen. Entweder sie ist noch im Beschwörungsraum oder sie ist einen anderen Weg gegangen. Okay, Dämonentor, Steintür. Ja. Sollten wir jetzt nochmal auf eine von den Boden... Komm, wir gehen einfach mal durch die Dämonentür. Fuck! Die Seitentüren haben sich geschlossen, als das große Tor aufging. Oh Gott, was passiert jetzt? Darren? Was machst du da? Darren? Da unten ist ein verdammt tiefer Abgrund. Hinter mir der Orden, der mich lieber tötet, als nachzudenken? Er ist da lang. Es geht nicht anders. Ich muss mich Angelina stellen. Alles klar. Dann wieder ab zurück durchs Dämonentor. Aber vielleicht ist es auch meine einzige Chance, Mom zu retten. So. Okay.